Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance, wo wir in der letzten Folge eine Reihe von Nebenaufgaben in der Gegend von Uschitze und Thalmberg abgeschlossen haben und uns einen neuen Gaul gekauft haben, der sich als ziemlich gut ausgestellt hat, aber war auch ziemlich teuer. Egal, wir wollen diesmal erstmal nach einem Schatz suchen, bevor wir uns mit Pater Godwin in der Taverne treffen. Der Schatzkarte war eine Windmühle abgebildet. Ich sehe da hinten schon eine Windmühle rumstehen und drehen. Deswegen würde ich sagen, reiten wir mal grob in diese Richtung. Schauen, ob wir irgendwie auch noch so eine Reste von Steinmauern zu unserer Rechten auf dem Weg irgendwann sehen. Weil das nämlich auch auf der Karte vermerkt war. Jetzt müssen wir weiter Richtung Norden. Einen Blick drauf werfen. Also gibt es anscheinend zwei Straßen. Wir suchen nach einem See oder kleinem Gewässer und halt diesen Steinmauern auf der Straße. Aber ich denke, wir sollten einfach jetzt die Straße weiter verfolgen. Da vorne ist ein See. So, der See sind wir suchen und da sind die Mauerreste. Ah ja. Mal diesen Unfallort wieder untersuchen. Ja. Wir sehen, hier ist ein Wagen vom Weg abgekommen und in diesen Graben gerast. Hoffen wir, dass niemand dabei verletzt wurde. So. Gut, dann haben wir jetzt diese Mauerreste gefunden hier. Von diesen aus gehen wir jetzt in die mittlere ganz nach Osten und dort müsste ein Baum stehen. Von der mittleren. Da ist einer. Baum. Der einzige Baum in der näheren Umgebung. Dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Mal weiter. War das mal zu groß? Irgendwo ein Stein. Also mir notiert auf der Zeichnung sind ja relativ eindeutig drei solcher Mauerreste. Aber ich sehe hier irgendwie mehr oder weniger nur einen. Aber folgen wir mal. Das hier sind die einzigen Bäume, die wir bisher hier gesehen haben. Da hinten könnte es sein, dass sie einfach weiter hinten noch kommen. Ne, ich habe schon relativ eindeutig. Achso, da hinten kann sein, dass da deutlich weiter später noch was kommt. Und deutlich weiter vor. Aber das ist ja das direkt am See. Und naja, bin ich mir relativ sicher, dass das die Mauern ist, die Karte erwähnt werden. Wir suchen nach irgendeinem. Nach irgendwas an einem Baum. Der Mauer geht hier noch weiter. Dann verfolgen wir die noch mal weiter. So, spannend. Das ist noch ein ziemlich eindrucksvoller Baum. Da ist es. Wollten wir mal wieder was essen anscheinend. Mal ein bisschen kriegen. Ja, wo ich den aufgegraben habe, wo ich den aufgefunden habe, aber bevor das verfault, essen wir das mal. Achso, ich brauche die Schaufel wieder. Sogar zwei Leute Seite an Seite begraben. Das ist ja besonders makaber, von diesen zu stehlen. Okay, edle Stiefel.
Ja, Forschen, Halskette, Kriegshammer mit Dornen. Das ist besser als der Kriegshammer, den wir eh schon haben. Nürnberger Kreis. Brustarzt im Rückenfang schützt. Du krass ist mein Brusthaken versehen. Rezept für Brovis Zornestrunk, ihre Beckenhaube, aus Beinschienen, aus Kettenhaube und Würfel für ungerade Zahlen. Würfel, der wird für ungerade Zahlen gezinkt. Okay. Brauchen wir noch Mohnblumen, von daher. Gut, schauen wir uns erstmal, bevor wir rausstaffieren, Just an. Die Edelstiefel sind anscheinend besser als das, was ich habe, allerdings auch teurer. Und teurer heißt, schwerer zu reparieren und alles. Aber Charisma 20 ist halt echt schwer dagegen zu argumentieren. Ja, ich meine, auch Charisma 18 immerhin, die verzierten Reiterstiefel, aber. Nicht ganz so krass wie die hier. Na gut, ich werde sicherlich noch mal einen Spaß haben, die zu reparieren, aber gut. So. Dann haben wir einen Nürnberger Kürass. Das würde unsere erst vor kurzem bekommene Mailänder Brigantine ersetzen. Ist aber auch ganz geringfügig besser, wenn auch lauter. Ich würde das gerne mal ohne meine Über-CD oder mein Capo-Bon sehen. Zurzeit haben wir dieses hübsche Gerät. Das würden wir durch dieses sehr hübsche Gerät ersetzen. Okay. Wieder noch teurer. Reparaturkosten. Die bringen mich noch ins Grab, die Reparaturkosten. Naja. So, schwere Beckenhaube ist leider nicht so gut wie der Helm, den wir schon haben. Oder eigentlich. Der Helm, den wir haben, kommt mir vor, der Helm, den wir haben, ist leicht übertrieben gut. 24, 24, 10, 10 oder 18, 18 Charisma. Na gut, dann kann das in die Satteltasche. So guten Reiterstiefel können dann auch in die Satteltasche. Ja, natürlich sind die Warhorse-Beinschienen auch noch eine ganze Ecke besser. Sind halt nicht leise und alles, aber Charisma 10 ist. Uch, nein. Charisma 10 ist halt auch nicht so besonders gut, aber. Oder warte mal, das bedeckt beide Slots? Können wir uns so vorstellen, dass es beide Slots ersetzt? So, irgendwie werden da zwei Sachen gleichzeitig angezeigt. Jetzt habe ich Beinrüstung 39, 41, 15, 15, 6. Das ab. Ah! Die anderen Sachen hatten 4, 4, 1 und 14, 14, 6. Warum sollte das besser sein? 27, 29, 24. Bin ich ganz rum, dass besser ist. Oder zählt das jetzt für beides mit diesem Rüstungswert? Wenn das für beides mit diesem Rüstungswert zählt, dann kann ich verstehen, warum das so krass viel besser ist als das andere, was wir da haben. Aber eigentlich sollte das, wenn das irgendwie beide Slots ersetzt, müsste das so irgendwie nur einmal zählen, oder? Weil dann wäre das nicht besser als das, was wir vorher hatten. Aber als das, was wir vorher hatten, aber. Bug? Hashtag Bug? Fragezeichen? Weiß nicht. Ich würde ihn ausnutzen, wenn es so ist. Passt auch vom Aussehen her relativ gut zu der Rüstung, die wir haben, von daher. Und es kostet. Und die Beinschienen kosten nicht viel. Ich hoffe mal, dass meine ganzen Schuster- und Selbstreparatur-Sachen bezüglich Schuhe noch weiter mit diesen Beinchen funktionieren. Ja, das bringt mir, glaube ich, ein bisschen was. Wo war das noch? Das war irgendwie bei Reparieren. Bei Schneiderlein. Wo war das? Wo war das mit selbstreparierten Schuhen? Kann sein, dass ich das gar nicht gelernt habe und dass ich das bloß irgendwie. Also, ne, hier sieben Meilenstiefel war das. Ein Stiefel, den du selber repariert hast. Das habe ich überhaupt nicht. Okay, dann ist es dann relativ egal. Na gut. Dann gehen die Aachener Beinlinge weg. So wie die edlen Schuhe. Die edlen Stiefel. Ich muss mal irgendwie schauen, ob die besser für mein Stealth-Set wären, als das, was ich da zur Zeit für eingeplant hätte. Mailänder kann auch weg. So, dann haben wir noch diese Kettenhaube. Kettenhaube ist nicht besser als das, was wir hier haben.
gibt's weniger Clipping-Probleme als mit dem wir aktuell haben, aber ist egal, wir nehmen es nicht, ist nicht besser. Also. Bracke? Das denn bekommen? Kann sein, dass wir das von der Reiterhofaufgabe bekommen haben, aber ich habe mir das bloß, ist mir das bloß nicht aufgefallen. So, damit haben wir nämlich so eine Art Pferderüstung. Es reduziert die Geschwindigkeit zwar von Kantaka. Der Sattel auch die Geschwindigkeit. Der Sattel erhöht die Geschwindigkeit, lustigerweise. Zaumzeug reduziert die Geschwindigkeit. Für nix. Interessanterweise. Besser unter Kontrolle, naja. Und diese Rüstung erhöht die Geschwindigkeit, würde aber dem Pferd Rüstschutz geben. Zurzeit ist das nicht besonders relevant, weil ich zurzeit die Pferde ja nicht im Kampf benutze, aber ich meine, es sieht auch hübsch aus und so. Eigentlich würden wir dann den gerade teuer erworbenen Geschwindigkeitsvorteil zum Teil aufgeben. Bleiben wir erstmal so, wie es ist. Falls ich mir das mit dem Kampf noch überlege, haben wir eine Schabracke. So, aus hier, Dankeschön. Wir müssen auch noch Mohnblumen für irgendwas sammeln. Ich glaube, in. Das waren schon 10. Kann das sein, dass wir in mehreren Bildern, dass man dann, wenn man was rauszieht, gleich mehrere davon aufsammelt? Da einiges erklären. Ja, aber wir haben jetzt irgendwie den ganzen Fleck hier entvölkert. Oh, wir sollten noch für irgendwas Mohnblumen sammeln. Ich glaube, das war in, wie heißt das Kaff? Dedetschko. Sollten wir irgendwie für eine Dorfkräuterkundige irgendwie eine Hexenvertreibung machen. Da braucht man irgendwie Mohnblumen. Egal, so, wir haben den Schatz gefunden. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt nach Uschütze zurück. Dann sollte es auch fast schon spät genug sein, um in die Kneipe zu gehen. Notfalls warten wir halt irgendwie noch ein paar Stunden und lesen irgendwie ein Buch oder so. Ich kann wieder meinen Rokkabuppon wieder anziehen. Hübsche Plattenrüstung zu verdecken. Also doch ohne das Ding sieht, das sehe ich relativ bedrohlich aus, aber ja nicht zeigen, was man hat, ne? Man muss zeigen, dass man es hat, ja. Ich glaube, mit diesem Ding zeigen wir auf jeden Fall, dass wir irgendwie leicht zu viel Geld haben. Laufen in die völlig falsche Richtung, sehr gut. Damit zeigen wir, dass wir irgendwie lächerlich viel Geld irgendwie haben. Aber wir zeigen damit nicht, dass wir da drunter auch noch relativ starke Panzer sind. Wobei der Gegner sich das denken könnte, so, er hat irgendwie so viel Geld, dass wir so einen Scheiß auszugeben. Eine Bonze. Hat doch bestimmt keinen auch noch einen Plattenpanzer drunter. Dong. Doch, ups. In ein Lager mit einem toten Pferd. Mehreren toten Pferden. Unsere Ehre bringt uns dazu, das genau mal zu genau zu untersuchen, was hier abgeht. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber irgendwas ist hier passiert. Die Lager von so ein paar Pferdehändlern und so also wird jetzt irgendwie gewaltsam abgebrannt oder so. Hallo Wanderer. Irgendwann noch mal ein bisschen stehlen üben, weil das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die mit am wenigsten ausgebildet sind. Und wenn ich das irgendwann mal wirklich brauchen sollte, dann haben wir ein Problem. Ja, konnte ich das bei manchen Aufgaben, wo das hilfreich gewesen wäre, zum Beispiel, um die Wappenröcke in Thalberg zu stehlen, konnte ich mich einfach mit meinem guten Schlössertnacken aushelfen. Und irgendwann haben wir vielleicht nicht die Möglichkeit dazu. So. Es ist schon relativ spät. Nicht sicher, wann er sich genau in der Taverne treffen wollte. Taverne eigentlich nochmal. Auf dem Pass direkt darauf zu. Ich würde sagen, wir geben die 2 Groschen aus für ein Bett in der Taverne. Schauen vorher aber noch, ob der Pater da ist. Hier ist es schon. Wenn Lecker. Gutes Gast.
nicht, besorgen wir uns ein Bett. Von hier. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Festlichkeiten beginnen, oder? Setzen wir uns. Vielleicht müssen wir nicht in voller Plattenrüstung hier saufen gehen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, also. Mit das mal ab. Dann so ein Kettengedöns. Für Ass. Ja, wir gehen ja einen trinken. Da müssen wir nicht in Plattenrüstung in der Taverne stehen. Das ist ein bisschen. Das finde ich ein bisschen komisch. So, jetzt ohne die Plattenschienen haben wir jetzt keine Stiefel. Ist egal. Lass die an. Manche können natürlich auch ausziehen. Kann mir ja meine leiseren Sachen vom Pferd geben lassen. So, nämlich. Und irgendwo noch Lederhandschuhe, genau. Nehmen wir die Lederhandschuhe. Und die Mauerschuhe. Was haben die für ein Geräusch? 15. Hatten jetzt die Reiterstiefel, hatten 8. Ja, pass mal. 80, ne? Das ist Löcher. Aber wir hatten ja noch diese anderen, diese Edelstiefel gefunden. 40, ne, dann nehmen wir unsere Warhorse. Großschuhe. Ja. Hier, so. Für das. Sind wir einigermaßen gekleidet, aber jetzt nicht übertrieben. War irgendwie seltsam, dass wie die so aussieht. Ich weiß nicht, dass die so aussieht, dass die oben so Bader hat, aber dann so lamelliert ist. Hand. Naja, egal. So. Hallo, Bader. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Da, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Hier ist es schon. Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Oh ja. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er auch? Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Ich denke, sie übertreiben nicht. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer.
Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Du redest dich bloß raus. Die Leute, die die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Okay. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Natürlich. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Okay. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Spoiler Alert, also nicht für das Spiel, sondern Geschichte, Spoiler Alert. Das werden sie. Ich weiß nicht, wie viele Jahre genau nach diesen Ereignissen hier. Ich glaube irgendwie 14, 10, irgendwie so in der Gegend. Also nicht viele Jahre nach diesen Ereignissen hier. Und nachdem Hus noch ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen hat, wird er tatsächlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nach einer
klerikalen Debatte, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich bloß eine Anklage darum, dass er, was war nochmal genau die Anklage? Dass er Liturgien falsch auslistet und damit als Heretiker durchgegangen ist, irgendwie sowas in der Richtung. Von daher, obwohl er ein Meister einer geachteten Universität Europas ist, nämlich der von Prag, wurde er trotzdem letztendlich verbrannt. Allerdings finde ich, dass Leute wie Jan Hus durchaus als Vorreiter für die Reformation gelten, und auch wenn wir Deutschen immer extrem große Stücke auf Martin Luther halten, ich denke, dass ohne Jan Hus wer hätte das mit Martin Luther nicht so viel an Fahrt aufgenommen. Von daher, egal. So, genug von Predigten. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Oh yay. Ah, das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Schon wieder Morgenlat, Donne ustoi żadnej chlap. Na kraj padnu desnej smutek, do dnie loi rano utek, niech już małżeński majstar, do wczera żył nestaje prak. Už se i moji svatý muži, nechtěl bych ve jméji kůži. Nám je to jedno, a tak si dáme jedno, a Bože, jdem si hubí jako poslední den. Půjdem se mámi, ano, rána slávy, a pak vypal sudy, a posaď se mi sem. Tak posaď se sem, a vypal je ven. Ukaž kozy, jako vozy, zítra je tu sou nejdem, tak nalej mi hned, a kočí se vzdě. Genug. Ups. Vogt! Komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit. Das reicht. Männer. Werft sie hier raus. Dafür brauchen wir aber einige Ave Marias, um diesen Abend wieder gut zu machen. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir... Ich will aber damit nichts zu tun haben, Mann. Schon auf. Das wird. Hier hast du sie. Ach, au. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Autsch. Wie du willst. Komm her, du Weichei. Ey, sag mal. Das weiche Knie bekommen, was? Herrgott. So, meine Lieben, würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, wen lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass ihr euch nichts tut. Gut, wen, du bist ein Hornochse. Gehen wir jetzt da rein? Ist aber echt. Da sind wir. Was für eine Sch. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer! Lass es läuten, Mädel! Ja. Das macht richtig Spaß. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Blöder Esel.
Auch nur so ein bisschen. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Ja. Ich würde ja lachen, aber ich habe auch schon früh morgens 3 Schafe drangsaliert. War zwar nicht ganz so besoffen wie Heinrich jetzt, aber von daher, ich kann nur so halb mitlachen. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Heinrich hält es noch zurück. Wenigstens das. Zum Henker bist du denn? Der Teufel! Heinrich! Mein guter Freund Heinrich! Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, und redet sie? Gott, mein Schädel! Und mein Magen. Mein armer, leidender Magen. Was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ist Sonntagmorgens? Ich hab irgendwas vergessen. Erledigt? Sonntags? Was zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf... Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan ist. Ich möchte, wir haben ein Geschäft. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht.
Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut, abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Okay. Was soll ich dafür anziehen? Weil er will mich als Herrn Ratzigs Schützling vorstellen. Von daher sollte ich schon so ein bisschen... Von daher sollte ich nicht im Unterhemd unbedingt auftauchen, ja? Wie wär's mit... Also... Gambeson auf jeden Fall. Wahrscheinlich ziehen wir heute irgendeinen Brokat-Poupon drüber. Ansonsten Beinlinge. Kopfbedeckung wahrscheinlich eher nicht. Lederhandschuhe. Klar, ein Silberring für besser aussehen. Geht immer. Beinschienen, kein Helm. Schattenhandschuhe lassen wir. Dann möglichst charismatisch ausgehen, weil da versuche ich gerade mein Charisma möglichst hoch zu treiben. Ohne dass ich jetzt wie ein schwer gepanzerter Hornochse aussehe. Ja, noch eine Halskette dazu, was soll's. Wir haben es ja anscheinend. So, okay. Dann machen wir das. Kann ich mich noch irgendwo waschen vorher vielleicht? Okay. Das Buch, was er gesagt hat, dass ich lesen könnte in der Kanzlei. Haben wir erstmal was anderes zu tun. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe mir noch vor einer Weile mal irgendwie so einen Trank des Baden von Lockhart gezogen und lässt Hemmungen schwinden. Damit die Redekunst für 10 Minuten. Wenn nicht jetzt, wann sollten wir sowas sonst benutzen? Und naja, machen wir das mal. So. Gebt die Auswirkungen eines Katers. Dann machen wir das auch mal. So, vielleicht ein bisschen weniger belallt. Ich habe da sowieso noch einige davon auf dem Pferd. Von daher kann ich da ruhig welche von zu mir nehmen. Vielleicht ein bisschen weniger rumrülpsen, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Du wolltest noch mehr Alkohol trinken. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus' Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Werte Gemeinde.
kann auf jeden Fall selbstbewusst beginnen. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen, über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Glaubt nicht an die Kirche, denn die Kirche ist nicht Gott. Gott steht über allen Dingen und die Kirche ist nur ein Mittel zur Erlösung. Eine Tatsache, die die Prälaten nicht gerne hören. Recht hat er. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kumanen, Hunger und Chaos. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande! Schande über sie! Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt. Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen. Und genug von der Absolution, die sie euch versprechen, wenn ihr nur genug zahlt. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen. Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben. Einen gerechten und einfachen Mann. Übrigens ein paar Zitate. Ich sage euch mit den Worten von Jan Hus, den, der viel weiß, den lasset viel sagen. Den, der wenig weiß, den lasset wenig sagen. Lasset jeden so viel sagen, wie er weiß. Und der, der nichts weiß, den lasset seinen Nächsten zumindest eine tugendhafte Tat lehren, indem er sein Leben frei von Würfelspielen und Unzucht führt. Das gilt sowohl für Seelenhirten als auch für euch, Brüder und Schwestern. Das ist seine Schlussfolgerung? Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Weiß nicht, wo er die Zitate her hat, aber gut. Er hat gut gesprochen. Denkt, was für ein Säufer er hat recht, dieser Hus. Man sollte nicht so viel saufen, aber reden. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt.
Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Später vielleicht. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Natürlich. Daran habe ich keinen Zweifel. So, er meinte, er hätte noch irgendwelche Schriften für mich zu lesen im Pfarrheim? Pfarrhaus? Mit hier? Nix. Irgendwie diese Tribüne da oben, aber ich habe keine Ahnung, wo man da hinkommen soll. Nun ja, egal. Über diese Leiter hier? Nee, ne? So, Pfarrhaus. Oder ist das bei ihm im Haus dann? Moment, ich will eben noch mal gucken, ob er irgendwelche Schriften hat, die ich lesen kann. Jetzt, wo wir wieder einigermaßen in vernünftiger Verfassung sind. Ist, dass ich rausgehe? Entschuldigung. Okay. Gesagt, ich soll Sachen im Pfarrhaus lesen. Ich bin mir sicher, wo das Pfarrhaus ist. Ah, hier kommen wir auf die Tribüne. Anderer Zugang. Alles wird in nichts heilig, jetzt klaust du Sachen in der Kirche. Und nichts geklaut? Ich habe nur das Schloss geöffnet. Hier kommen wir hoch zu der Glocke wahrscheinlich. Müssen wir heute nicht machen, da waren wir schon mal früher. Oder wir gehen nochmal den Leuten nochmal zum Abschied. So, gut. Jetzt könnten wir mehrere Dinge angehen. Wir haben zum einen ja noch die Damen hier, die angeblich der Hexenkunst nachgehen und die wir mal genau untersuchen sollten, bevor wir irgendwie woanders hingehen. Allerdings haben wir auch eine heiße Spur, die uns nach Ledetschko führt. In Thalmberg müssen wir noch ein paar Wildschweine heute zurückbringen. Vorher muss ich wahrscheinlich noch ein paar Wildschweine jagen gehen. Also hier im Wald gibt's ja ein paar Orte, wo man Wildschweine jagen könnte. Ich denke, wir werden aber noch mal kurz in Usche zu bleiben und dieser Hexengeschichte nachgehen. Ich lass mir noch mal einen Blick auf meine Karten werfen. Die letzte alte Karte ist Ina und irgendwie eine Burg auf dem Berg. Thalmberg vielleicht. Was ist das dann für ein Weg? Ich sehe hier, wo das genau sein soll. Müssen wir nochmal die große Karte anschauen. Ansonsten haben wir noch... hier war es in der Nähe. Das ist zwischen Merhuyet und Thalmberg, also auch nicht so weit weg. Und...
Ach ja, jetzt bei Neuhof, da bei diesen Felsen, da ist irgendwie eine Hütte und ja, wollte ich nochmal irgendwann nach Hatay zurück. Vielleicht wollte ich nochmal nach Hatay irgendwann zurück. Rezept entdeckt. Na gut, so. Aber die alte Schatz gerade haben wir, glaube ich, abgehakt. Die kann ich in der Tasche tun. So, gut. Ja, in der nächsten Folge werden wir, glaube ich, noch hier ein bisschen was an Nebenaufgaben machen. Möglicherweise Schatzsuche veranstalten. Das hat 67, der hat deutlich besser. Weg. So, werden wir uns noch ein bisschen weiter hier umschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt eben offscreen kurz hier in den Wald reite und irgendwie die Wildschweinhäute besorge, bevor ich irgendwie geneigt bin, Wildschweinhäute weiter von irgendwelchen Leuten zu stehlen. Aber dann sehen wir uns dann hier in Uschütze wieder, wo wir dann mit den Damen reden. Ein Wildschwein dauert bestimmt auch einen Moment, wenn wir überhaupt welche finden. Letztes Mal, als wir in diesem Jagdgebiet waren, haben wir da eins gefunden. Vielleicht finden wir diesmal mehr. Ja, vielleicht fangen wir auch gleich direkt bei den Wildschweinen an, damit wir irgendwie die Jagd noch so ein bisschen mitkriegen. Schauen wir mal. Das sehen wir dann aber erst beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.